entweder es wird so einen Brazilian-Style oder es wird so eine Kluft, so eine Schlucht mehr oder weniger. Willkommen zu einem neuen Video. Heute ist mal wieder soweit und wir richten ein Aquarium ein, und zwar das hier hinter mir. Und zwar habe ich ja vor kurzem das Aquarium hier abgebaut, also ausgeräumt. Ist jetzt schon wieder ein bisschen her, ich hatte einfach keine Zeit damit anzufangen. Aber jetzt ist es soweit, wir fangen an, das Ganze einzurichten. Ist ein Dennerle Nano-Tank in 35 Liter. Ich glaube 40 mal 36 oder so. Höhe weiß ich auch gar nicht auswendig, ich blende euch das ein. Aber richtig cooles Maß, wenn man richtig viel Tiefe hat. Also ist relativ tief und halt nicht so hoch wie jetzt die Cubes. Also ist ein echt nices Maß für so Aquarien. Beleuchtung habe ich hier die Skylight Antric. Die Lampe habe ich ja auch schon letztens hier am 60p gezeigt. Eine coole Lampe, ein bisschen günstiger, nicht extrem stark, aber die wird trotzdem dafür ausreichen. Und ich habe schon einen groben Plan damit, aber ich bin noch nicht ganz sicher, aber es werden auf jeden Fall Drachensteine in das Aquarium kommen. Entweder es wird so einen Brazilian-Style, was wir auch letztens bei Green Aqua gesehen haben, oder es wird so eine Kluft, so eine Schlucht mehr oder weniger. Das werde ich dann noch schauen, wenn ich die Steine hier habe. Also hier der Filter beim 60p, das sorgt immer wieder mal Luft. Hier habe ich ja den JBL-Filter, der nervt mich echt sehr. Ich wollte ja eigentlich den AquaL-Filter benutzen, aber in den ADA 60 cm Schrank, also den 30 tief, passt der AquaL Ultramax nicht rein. Den habe ich da, aber den kann ich hier nicht verwenden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was für einen Filter ich da benutzen soll. Vielleicht irgendwann einen neuen oder so mal testen. Aber er ist echt nervig, also keine Ahnung. Ich habe schon alle Dichtungen getauscht. Der ist irgendwie wird defekt. Ich habe den jetzt schon mehrere Jahre, also schon 4-5 Jahre, und da ist eigentlich immer schon das Problem, dass er immer wieder mal ein bisschen Luft saugt. Wie ihr vielleicht hier sehen könnt, sind ein paar mehr Fische in dem Aquarium, die Fleckenbarben. Ich habe noch nicht alle rausgefangen, aber ich habe jetzt schon angefangen, einige Fische aus den 120p rauszufangen. Also zum einen die Fleckenbarben, die Nanostomos und die Feuersammler zum Teil, aber die verstecken sich hauptsächlich hier hinten. Und das werde ich jetzt die nächsten Tage noch mehr machen, vielleicht mache ich da noch ein Video zu. Aber ich werde jetzt demnächst das Aquarium abbauen und dann bald neu einrichten. Aber zuerst kümmern wir uns um das Aquarium hier. So, die Technik kommt mal zur Seite. Hier Filter und Skimmer, weiß noch nicht, ob ich die verwenden werde. Muss ich dann schauen, wie das Ganze dann so aussieht am Ende. Die kommen aber mal zur Seite, die Sachen. Erster Schritt ist mal eine Hintergrundfolie. Ich habe jetzt hier von ADA eine Milchglasfolie. Ist für ein 60p, aber das ist die Größe, was halt für das Aquarium passt. Ich habe jetzt keinen 45 cm gefunden. Wir machen das Ganze so, ich drehe das auf die Seite, abwische mir zuerst einmal noch drüber, dass hier wirklich kein Dreck ist. Dann besprühe ich das nochmal, ich nehme jetzt hier normales Osmosewasser. Man kann auch Spülmittel gemischt nehmen, aber habe ich jetzt nicht da, deswegen mit normalem Osmosewasser geht es auch. Dann habe ich hier die Folie, besprühe ich mir auch beim Runterziehen. Richte ich mir die gleich aus, dass die auf zwei Seiten passt. Dann schneide ich die erstmal grob zu. So, also ist gut genug. Ist es, glaube ich, nicht perfekt. Aber das Folie anbringen ist immer ein bisschen nervig. Jetzt nehme ich hier noch so ein Rakel und streiche das Wasser raus. Mit einer möglichst scharfen Klinge den Überstand abziehen. So, Unterlagmatte ist ja schon standardmäßig draufgeklebt. Rückgrundfolie haben wir, Beleuchtung haben wir, und jetzt können wir mit der Einrichtung starten. Und für die Einrichtung habe ich hier zwei Boxen von Aqua von den MyScape Dragon Rocks zugeschickt bekommen. 10 bis 30 mm. Da ist viel Schönes dabei, also sehr viele schöne Steine, mit denen man wirklich was Gutes draus machen kann. Also so in der Art wäre dann das Brazilian Style. Ich werde mir jetzt die Steine ein bisschen anschauen, mir Gedanken machen, und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, also jetzt geht's los. Die Steine holen wir jetzt erstmal wieder raus. Und als erstes brauchen wir mal einen Unterbau. Und dafür benutze ich einfach Vulcano Mineral. Aber das schieben wir mal zurück in die Ecken. Ich besprühe das mal, damit das nicht so staubt. Also, das war viel zu trocken. So, und jetzt geht's los an herumprobieren. Also ich fange extra vorne mit den großen Steinen an. Und ich glaube, es wird ein Brazilian-Style. Also da habe ich irgendwie richtig Lust drauf. Nachdem ich jetzt bei Green Aqua war und das Aquarium gesehen habe, das hat mir sehr gefallen. Dann baue ich sowas in klein nach. Wichtig dabei ist, nicht extrem mittig zu werden. Ich möchte einen Sandweg nach oben haben. Und der soll nicht ganz in der Mitte anfangen, sondern so wie hier passt mir ganz gut. Der Stein hier muss auch noch so ein bisschen höher. Es geht viel ans Herumprobieren. Es sollen immer so Schichten werden und die Steine sollen immer in dieselbe Richtung zeigen. Also die eine Seite soll so in die Richtung zeigen und die andere soll in die Richtung zeigen. Also ich will jetzt nicht den Stein hier jetzt so platzieren. Das würde einfach nicht so gut aussehen. Drachensteine haben ja immer so eine sehr stark vorgegebene Richtung. Und da möchte ich mich natürlich auch dran halten. Ich könnte jetzt Unmengen an Vulkanbruch hinten reinschütten und dann hätte ich am Ende fast kein Soil. Deshalb benutze ich jetzt gleich Soil und habe nur eine dünne Schicht Vulkanbruch eingefüllt. Ich brauche aber so eine gewisse Höhe an Bodengrund, damit ich die Steine platzieren kann. Also den zum Beispiel, der ist einfach noch zu hoch. Ich möchte aber jetzt nicht noch viel mehr Vulkanbruch benutzen, weil sonst wird das zu voll und dann passt nicht mehr viel Soil rein. Und Soil stabilisiert das Wasser und sorgt einfach dafür, dass es besser und einfacher läuft. Deshalb benutze ich jetzt schon Soil. Und alles, was jetzt vorrutscht, können wir nachher noch wegsaugen, also einfach mit einem Staubsauger. Das ist also nicht so schlimm. Ich versuche nur zu schauen, dass ich den jetzt nicht zu stark vermische mit dem unteren Bodengrund. So, der Sandweg, was dann hier rauf geht, soll nicht gerade hier hinten enden, sondern eher da drüben. Deshalb kommt dann hier auch noch so ein Stein hin. Ich weiß noch nicht, ob es der wird. Habe ich jetzt erstmal zufällig genommen, um euch das zu zeigen. Und ich bin auch noch nicht hoch genug, also wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Soil hinten. Ich könnte euch jetzt natürlich sagen, dass es jetzt richtig praktisch wäre, mit dem Soil Scoop den Soil einzufüllen. Aber ehrlich gesagt, wenn man so viel anfüllt, macht ja nicht so viel Sinn. Das macht mehr Sinn, wenn man noch irgendwelche Spalten befüllen will, als zum Beispiel hier vorne irgendwie noch eine Spalte. Oder später dann mit Sand vor allem, wenn man den Sand irgendwie schön verteilen will. Dann ist der richtig praktisch, so ein Soil Scoop, was bei mir im Shop gibt. Aber halt, um den Soil komplett einzufüllen, natürlich nicht. Da kann man das direkt aus dem Sack auch einfüllen, das geht auf jeden Fall schneller. So, grob geht schon mal in die Richtung. Es dauert jetzt natürlich ein bisschen, also natürlich könnte ich mich da jetzt stressen, aber ich habe ja Zeit und ich möchte mir Zeit lassen. Und ich möchte, dass das Ergebnis auch gut wird. Deshalb schalte ich jetzt wieder die Kamera aus, schaue mir das Ganze an, mache wieder ein paar kleine Änderungen, mache wieder weiter. Und wenn ich dann ein bisschen weiter bin mit den Hardscape, dann schalte ich euch wieder ein. So, jetzt sind wieder ein paar Tage vergangen. Ich habe den Soil immer ein bisschen nass gehalten, dass der nicht austrocknet. Und hier ist auch schon einiges wieder verrutscht. Deswegen muss ich jetzt mal anfangen zu verkleben. Also mit den Steinen hier bin ich schon sehr zufrieden. Ich möchte hier so einen Weg haben, der sich so schlängelt. So, wenn man jetzt einfach einen geraden Weg macht, wird das nicht so gut aussehen. Deswegen ein Weg, der sich hier so schlängelt. Vielleicht muss ich den noch ein bisschen anders platzieren. Dass zum Beispiel hier der Stein hier dann so ein bisschen weiter rüber geht. Und der Weg sich so um den Stein schlängelt. Schaut einfach besser aus, als wenn ein gerader Weg nach hinten geht. Aber ist alles ziemlich instabil, deswegen muss ich mal anfangen zu verkleben. Und ich verklebe den Stein hier unten mal mit der Bodenplatte. Zum Verkleben benutze ich den Microbelief Planescaper, also einen flüssigen Sekundenkleber und ganz normale Wattepads, 100% Baumwolle. Dann reiße ich mir hier so ein Stück runter. Schau, dass es ziemlich plüschig ist. Und stecke es hier zwischen den Stein und der Bodenplatte. Und träufle ein bisschen Kleber drauf. Bei so einem Brazilian-Style, so wie hier, ist es halt manchmal ziemlich schwierig, die Steine zu verkleben, sodass sie halt stabil stehen, weil sie halt meistens nur auf dem Soil so drauf sitzen. Aber man kann auch seinen Teil ein bisschen in Soil verkleben. Also wenn man Soil mit Kleber beträufelt, wird der auch fest. So kann man es auch ein bisschen machen.
so das werde ich jetzt nach und nach machen und immer alles verkleben. Ich möchte mir diesmal viel Zeit lassen, damit das auch gut wird. Deswegen werde ich euch ja gar nicht so genau mitnehmen, weil jetzt würde ich immer nur Steine verrücken, wieder festkleben und dann wieder Steine dazugeben. Deshalb sehen wir uns dann, wenn ich das Harz gibt, zum großen Teil fertig habe. So, die Grundstruktur habe ich mal fertig. Ich habe es ein bisschen was abgeändert und habe so Steine auch in die Richtung auf der Seite gemacht, damit es nicht zu ähnlich ausschaut wie so ein viele Brazilian Styles, die es gibt. Der Stefan bei Liquid Nature hat ja auch schon mal so einen Brazilian Style gemacht mit Drachensteinen und das wäre schon ziemlich in die Richtung gegangen. Ich habe mir das auch vorher ein bisschen angeschaut und habe jetzt noch so ein paar Sachen geändert. Also würde ich auch immer empfehlen, nehmt euch ein Aquarium als Vorbild und dann ändert ein paar Kleinigkeiten und am Ende sieht es dann komplett anders aus. Jetzt habe ich hier schon ein bisschen Watte geholt, so Filterwatte. Und zwar möchte ich jetzt die Seiten hier abdichten, weil das Soll nach vorne rieselt. Und das möchte ich halt nicht haben. Deshalb kommt jetzt hier ein bisschen Filterwatte rein. Und ich stecke die einfach von hinten mit der Pinzette in die Spalten. So, hier brauche ich noch einen Stein. So, ich glaube, auf der Seite brauche ich gar keine Filterwatte. Und jetzt kann ich den Soll von hier vorne wieder nach hinten schütten. Mache ich jetzt einfach mit den Fingern. Man kann das auch mit dem Staubsauger wegsaugen. Ich brauche sowieso noch Säulen im Hintergrund. Es ist noch nicht komplett fertig, also ich werde noch ein paar Steine dazu kleben und auch hier so in den Vordergrund. Da kann noch der eine oder andere Stein dazu. Ich weiß nicht, ob der hier zu groß ist. Aber sowas in der Richtung. Oder zum Beispiel hier drunter. Der ist zu groß. Aber hier so ein Stein. Es geht schon gut in die Richtung. Hier will ich noch irgendwas haben. Ja, so könnte es passen, wenn dann hier ein paar Pflanzen sind. Vielleicht ein bisschen Monte Carlo, HCC wahrscheinlich eher was Feineres. Dann schaut er gut aus. Und ein paar Details kommen auch noch dazu, aber jetzt glaube ich, werde ich erstmal mit dem Sandweg weitermachen. Also vielleicht kennt ihr den Trick schon, ich will jetzt hier einen Sandweg haben. Und das soll sich halt nicht mit den Säulen hier vermischen. Deshalb nehme ich wieder die Filtermatte. Das sind immer so dünne Schichten, kann man auch so auseinanderziehen, dass die wirklich dünn ist. Dann nehme ich mir ein Stück, was circa so breit ist und lege mir das hier so den Sandweg entlang auf. Für die Technik braucht man halt relativ viele Sekunden Kleber, also auch wieder den ganz flüssigen. Und jetzt fängt man an, den ganzen Sandweg zu fixieren, also die Watte. So immer am Rand mit den Steinen. Sekundenkleber drauf. Und dann nach unten drücken, sodass man damit jetzt schön den Sandbereich formen kann. So, und jetzt haben wir einen schönen kleinen Wasserfall, mehr oder weniger als Watte. Und darauf können wir dann den Sandweg verkleben. Dafür nehme ich jetzt den ADA Colorado Sand, das ist ein bisschen orangelicher vom Farbton, der passt, finde ich, ganz gut mit den Drachensteinen zusammen. Ist zwar kein großer Kontrast, aber ich glaube trotzdem, dass es gut zusammenwirkt. Und dafür ist der Soil Scoop von mir echt praktisch, wenn man da richtig schön überall den Sand verteilen kann. Ich fange da oben an und streue mal überall so ein bisschen was drauf. Noch nicht so viel, wie nachher vielleicht dann noch drauf kommt. Aber erstmal, um alles ein bisschen abzudecken und runterzudrücken. Dann kommt hier vorne, klebe ich mal die Kante zu. Da habe ich schon oft das Problem gehabt, dass dann die Watte hier rauskommt, wenn man das nicht gut genug verklebt. Also da über ein bisschen mehr Watte, ein bisschen mehr Kleber und dann noch gleich Sand drüber streuen. Bevor wir es jetzt aber komplett verkleben, muss ich noch ein bisschen schauen wegen Details. Also gerade so kleine Sachen, die will ich hier gleich mit verkleben. So auch hier zum Beispiel, so dass der Sandweg nicht zu langweilig wirkt. Ja, dann können wir gleich ein bisschen weiter verkleben. Und jetzt verkleben wir einfach direkt den Sand. Also einfach viel Kleber drauf, damit der steile Abhang hier auch hält. So, ein bisschen Sand nachstreuen auf den Stellen, wo noch die Watte durchkommt. Und jetzt lasse ich das Ganze erstmal trocknen und werde dann den überschüssigen Sand absaugen und danach schauen, wo noch Sachen durchschimmern. Thank you.
Wir sind jetzt an der Finalisierung von Hardscape, also vielleicht werde ich dann über die nächsten Tage noch ein paar Details machen, aber zum größten Teil bin ich mal sehr zufrieden. Also auch der Sandweg, da sind vielleicht noch ein paar Steine, was dazu kommen, vor allem Pflanzen kommen auch noch dazu. Mit denen kann man den Sandweg auch noch so ein bisschen formen. Auch vorne habe ich eine ganz dünne Schicht Sand gemacht, also wirklich nur sehr dünn, die nach hinten ein bisschen größer wird, die auch so ein bisschen den Soil, der in den Ecken hinten noch ist, ein bisschen verdeckt. Jetzt habe ich noch gerade diese Steine hier gefunden, und zwar die Kumu Stones, die habe ich auch bei den Biotop-Style-Aquarium dazu gegeben. Das ist der Hazel Gravel S und der passt hier echt gut zu den Drachensteinen dazu. Der ist auch so orangelich. Ich glaube, langsam dimmt sich das Licht runter, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ich glaube, man kann auch genug sehen. Der passt hier echt gut dazu, so in den Übergang. Also hier so. Der würde ja jetzt auch einfach weggespült werden, wenn ich jetzt Wasser einfülle. Deshalb kommt auch ein bisschen Kleber drüber. So einfach dorthin legen, wo man sie haben möchte, beziehungsweise jetzt dort festkleben, wo man sie haben möchte. So einfach dann über die Steine Kleber drauf. Das schaut dann nach einer Zeit eigentlich ganz gut aus. Also am Anfang schaut das vielleicht ein bisschen anders aus, aber unter Wasser fällt das gar nicht auf, dass es festgeklebt ist. Natürlich werden sich dann irgendwann Algen auf den Steinen bilden. Muss man schauen, da muss man es vielleicht abbürsten oder mit Easy Carbo behandeln und vielleicht irgendwann mal Wasser ablassen und den Sandweg überkleben. Also wenn man jetzt zum Beispiel dann später mal Wasser ablässt, ein bisschen abtropft und abtupft, kann man auch in leicht feuchten Sand verkleben. Das geht auch, also kann man machen nach so einem Jahr oder so, wenn der Sandweg wirklich mal nicht mehr gut aussieht. So, also nur so ein paar. Wie gesagt, vielleicht kommen da noch ein paar Details dazu. Aber fürs Erste schaut das auch schon wieder gut aus. Jetzt habe ich hier im Hintergrund nur einen normalen Soil und jetzt kommt noch eine Schicht Powder Soil drauf. Also ist ein feinerer Soil, der einfach dafür sorgt, dass man Pflanzen leichter einsetzen kann und dass nicht so viel Schmutz einsickert. Also wenn man feinere Körnung hat, dann ist nicht so viel Platz dazwischen und dann kann nicht so viel Fischkot und Futterreste in den Bodengrund einsickern. Und das ist natürlich gut, weil man eine lange Standzeit haben möchte. Und dann nehme ich auch wieder einen Soil Scoop, für das ist er wirklich perfekt und da streue ich so einen Zentimeter dick den Powder Soil drauf. Dann gibt es noch einen Trick, wenn man jetzt so Übergänge hat, wo der Soil sehr leicht nach vorne rieseln kann, dann kann man einfach Sekundenkleber nehmen und den Soil in dem Bereich verkleben. Damit ein bisschen Soil draufstreuen, noch ein bisschen Kleber drauf. Dann hat man mit dem Kleber so einen kleinen Damm gebaut. Noch ein paar Steine hier in den Übergang. Und fertig sind wir mit dem Hardscape. Also hat jetzt gar nicht so lange gedauert. Also ich hätte mir echt gedacht, dass ich länger brauche. Ich habe das auch ein bisschen vor mich hingeschoben, das Hardscape weiterzubauen. Und jetzt habe ich heute, ich weiß nicht, 2-3 Stunden an den Hardscape gebaut. Und bin echt zufrieden und jetzt wird es Zeit dann zur Bepflanzung. Und da sehen wir uns dann wieder, wenn ich die Pflanzen gekauft habe. Bis dahin lasse ich das einfach stehen und ich werde jetzt immer wieder mal den Soil ein bisschen besprühen. Also einfach so oberflächlich, dass halt einfach generell nicht komplett austrocknet. Da muss man jetzt nicht eine Wissenschaft draus machen, also so schnell wird der auch nicht komplett trocken werden. Aber so alle paar Tage mal ein paar Sprüher oder wenn es länger stehen lässt, einmal besprühen. Frischhaltefolie drüber, damit das Ganze duftdicht ist. Und dann könnt ihr es auch ein paar Wochen stehen lassen oder eigentlich auch ein paar Jahre, solange der Soil nicht komplett austrocknet. So, ein paar Tage sind vergangen und ich habe die Pflanzen gekauft für das Aquarium. Wir werden das gleich bepflanzen, vorher möchte ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar geht es um die Skylight Hyperspot, was ich hier über den 120B habe. Und es ist wirklich mit meiner Lieblingslampe, also sie blendet fast gar nicht und hat ein richtig gutes Licht. Und jetzt gibt es eine Aktion bei Liquid Nature und zwar den ganzen September gibt es zu jeder Skylight Hyperspot L, also die große, was ich habe, einen 100€ Gutschein und zu der mittleren und der kleinen einen 50€ Gutschein. Also auf jeden Fall jetzt auschecken, falls ihr plant, eine Skylight-Lampe zu kaufen, ist jetzt der beste Zeitpunkt, um euch eine zu holen, damit ihr gleich für die nächsten Sachen, die ihr braucht, einen Gutschein sichern könnt. Und wenn ihr das macht, dann benutzt am besten einen Affiliate-Link von mir, der ist unten in der Beschreibung verlinkt, also immer alle Links zu Liquid Nature. Ihr könnt euch den jetzt auch speichern, also unten ist einmal ein Link zum Shop und wenn ihr euch den abspeichert und jedes Mal, wenn ihr was einkauft, vorher auf den Link klickt, dann supportet ihr mich, kostet euch nichts und mich unterstützt es, mehr Videos zu produzieren. Aber ja, dann geht's ans Bepflanzen. Ich habe auch noch ein anderes Problem und zwar habe ich keine Ahnung, wo ich das Aquarium hinstellen soll. Es stand ja vorher hier drüben und da steht jetzt hier das Terrarium, weil das hier dazugekommen ist. Jetzt ist hier kein Platz mehr. Ich habe noch gar keine Ahnung. Also wahrscheinlich wird es in einem der nächsten Videos wieder einen kleinen Umbau hier im Studio geben, damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe und
dass hier irgendwo einen Platz findet, wo es hin kann, weil das möchte ich auf jeden Fall hingestehen stehen haben. Das Aquarium stand ja jetzt hier einige Tage trocken herum und ich habe immer wieder einfach mit einer Sprühflasche den Soil besprüht, damit er nicht austrocknet. Kann ich jetzt auch gleich wieder machen, kurz beim Bepflanzen, damit ich die Pflanzen in nasse Soil einsetze und sie nicht austrocknen. Also dafür wirklich ausreichend besprühen, dass es wirklich richtig feucht ist, dass nicht die oberste Schicht nur nass ist und dann unten alles trocken. Und dann auch gleichzeitig den Sand. Aber der ist hier relativ feucht, weil ich halt immer viel besprüht habe. Dann habe ich zum einen einige Pflanzen gekauft, also verschiedene Arten, eher kleinere Pflanzen in dem Fall, weil das ja auch ein kleines Aquarium ist, das ja auch eine Landschaft ist, also ein Basilien-Style. Das ist so eine Mischung aus Diorama und Naturaquarium mit so Pflanzenbüschen. Und dafür habe ich für den Hintergrund Rhodalahara, Rhodala Green und Myrophyllum Guyana. Eigentlich wollte ich nur Rhodala Valichi nehmen. Ich habe aber anscheinend 2 Portionen Rhodalahara eingepackt. Ist aber jetzt nicht so schlimm, ich werde einfach auf die Valichi verzichten. Ich werde aber, glaube ich, trotzdem nur einen Topf von der Hara brauchen, deswegen kommt er mal zur Seite. Aber das ist mal für den Hintergrund, da kommen die Pflanzen mal rein. Ich fange normalerweise immer vorne an im Aquarium und arbeite mich dann nach hinten. In dem Fall würde ich, glaube ich, vorne hinten anfangen, weil ich vorne noch nicht so ganz genau weiß, welche Pflanzen reinkommen. Deshalb fange ich jetzt diesmal wirklich hinten an, werde aber das Ganze oft besprühen und weil das eher ein kleineres Aquarium ist, dann dauert das ganze Bepflanzen noch nicht so lange, dann ist es auch nicht so schlimm. Und weil ich ja nur in Vitros habe an längeren und größeren Pflanzen, was hinten kommen, ist es auch nicht so schlimm, dass die mir dann im Weg sind. Wenn man jetzt irgendwie Topfpflanzen hat, ist ja oft das Problem, dass sie dann das ganze Aquarium verhängen und man gar nicht mehr hinkommt zu dem Vordergrund. Deshalb macht man es immer so von vorne nach hinten und meistens trocknen die Pflanzen nach vorne, wo es weiter unten sind, nicht so schnell aus wie jetzt die weiter hinten und weiter oben. Aber wir besprühen einfach. Ich nehme einfach die Pflanzen aus den Invitros raus, hier mal Rhodalahara. Das Wasser kommt zur Seite. Wasche ich hier einfach in so einen Becher mit Wasser durch. Gib sie mir aber wieder in den Becher rein, damit ich die nicht verwechsel. Weil die Rhodala Green ist schon unterschiedlich, aber nicht viel. Also vor allem halt so in Vitro-Topf schaut die ziemlich ähnlich aus. Da muss man aufpassen, dass man die nicht verwechselt. Also generell, je nachdem was für Pflanzen man hat, in den Vitros sind die schon sehr ähnlich. Die ist ein bisschen rötlicher jetzt schon in Vitro, aber nicht viel. Später natürlich wird die Hara hoffentlich sehr rot. Und die Green bleibt hoffentlich grün. Zumindest ist es im Normalfall so. Dann Myrophyllum Guyana abtropfen lassen, in das Wasser rein, das Nährmedium wegschütten, bisschen durchspülen und ist einsatzbereit. Dann habe ich jetzt hier den ganzen Hintergrundbereich und ich möchte mir das ein bisschen unterteilen. Und zwar hier so eine Linie, hier so eckig. Und es ist immer gut, wenn man so schräge Linien macht, also die Pflanzen hier so schräg setzt und dann einsetzt und nicht so eckig. Weil wenn sie schräg sind, dann wirkt das Ganze tiefer. Deswegen kommt hier hinten in der Ecke so hier hin, hier die Guyana hin. Dann kommt hier weiter daneben auch wieder so schräg, so ein Dreieck mit der Rhodalahara, dass die Ecke ganz rot ist. Und hier weiter vorne kommt die Rhodala Green, dass die auch so ein bisschen hier noch drüber wächst. Hoffentlich. Also dass sie hier wirklich alles so einnimmt und dann wirklich hier so ein Busch aus Pflanzen ist, dass sie schön unterscheidet. So, ich habe hier einen Topf, ich teile mir den zur Hälfte, weil ich möchte auf beiden Seiten die gleichen Pflanzen haben. Das ist auch immer noch ein guter Trick, dass man, wenn man eine Pflanze auf der einen Seite benutzt, sie auch auf der anderen Seite benutzt, weil das wirkt einfach natürlicher und macht einen guten Effekt. Jetzt setzen wir die Pflanze hier ein. Wie fein man sich die aufteilt, ist Geschmackssache. So bis ganz hier rüber möchte ich es nicht haben, weil sonst ist der Übergang zu schwierig. Dann hier die Hälfte von der Hara. Und dann noch die Rhodala Green, auch nochmal die Hälfte. Das Ganze mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. So, das waren mal die größeren Hintergrundpflanzen. Jetzt habe ich noch ein paar größere Pflanzen. Da ist auch wieder so, normalerweise würde ich die eher zum Schluss ansetzen. Aber in dem Fall weiß ich jetzt bei vielen Pflanzen noch nicht, wo sie hinkommen. Aber bei denen weiß ich schon, und zwar ist es der Trident-Farn. So schnell grob von der Steinwolle entfernen, muss jetzt nicht komplett hundertprozentig absahnen. Und ich habe mir jetzt extra
möglichst kleine Portionen bei Liquid Nature ausgesucht. Also normalerweise macht man es ja meistens so, dass man gleich größere nimmt, weil man halt mehr Pflanze hat und das, was man kauft. Aber manchmal ist es auch besser, wenn man kleinere Portionen hat. Also hier zum Beispiel auch einen Topf mit eher kleineren. Und den habe ich mir hier in den Übergang gedacht, aber auch weiter vorne. Da stecke ich einfach zwischen den Spalten. Wenn ihr davon jetzt welche habt, die richtig groß sind, also schon relativ lange Blätter haben, dann kann man auch einfach die Blätter abschneiden und dann die einsetzen und dann die Rhizome einsetzen. Dann wird der auch kleiner nachwachsen. Weil wenn ich jetzt hier so einen großen Farn einsetzen würde, dann würde das einfach noch nichts aussehen. Aber hier der kleine passt, der ist kein Problem. Hier sind vielleicht so ein paar zu lange Blätter, die nehme ich noch ab. Ich stecke den jetzt hier so zwischen den Spalten, man könnte den auch kleben, wenn es nicht so gut hält. Aber in dem Fall hält er da ganz gut. Ich mache eine Seite ein bisschen voller, eine ein bisschen leerer. Ist ja auch die Seite ein bisschen größer. Aber trotzdem auf beiden Seiten den Farn, damit sich das wieder so ein bisschen ausgleicht und gut aussieht. Noch zwei kleine Bodendecker, die nur so zu Akzente werden. Und zwar Eleucharis Mini, also Godzilla Mini. Und dann auch noch HCC. Und die kommen auch in den Hintergrund. Und das Kuba möchte ich hier so mittig einsetzen. Soll mir hier so den Weg ein bisschen begrenzen. Da ist echt wenig Säule. Ich hoffe, dass es unten bleibt. Aber das wird so im Hintergrund der Übergang nach hinten werden. Ist ja mit die kleinste Stängelpflanze. Zumindest sagt man so die kleinste Stängelpflanze. Ich weiß nicht, ob es vielleicht doch irgendeine noch kleinere gibt. Aber ist sehr, sehr klein. Also hat sehr, sehr kleine Blätter. Und macht sich da deswegen richtig gut bei so perspektivischen Layouts im Hintergrund. Dann das Eleucharis, da brauche ich nur relativ wenig, da nehme ich mir nur so einzelne kleine Büsche und setze sie auch in den Hintergrund. Schaut auch immer sehr gut aus, weil das sehr dünne Grashalme sind, die dann sehr weit weg aussehen. Und dafür habe ich mir auch einen kleinen Teil vom Sandweg frei vom Kleber gelassen, damit ich die auch in den Sand setzen kann. Beim Sandweg habe ich immer so Spalten freigelassen, so ganz knapp an den Steinen, damit ich da halt auch Pflanzen einsetzen kann. Das ist natürlich auch eine Sache, wenn man da alles komplett zuklebt, dann kann man auch keine Pflanzen einsetzen. Dann kann man, was ich auch noch gleich machen werde, ein paar Pflanzen als Aufsetzer benutzen. Ist auch kein Problem, aber so ein paar Spalten wären schon nicht schlecht, wo auch ein bisschen Pflanzen wachsen können. Und dann habe ich jetzt noch was für den Weg, und zwar ein bisschen Flame Moss. Und hier hat man ja unten so das Teil, wo das so ein bisschen zusammenwächst und oben sind halt so lange Stängel und die schneide ich ab. Und ich benutze das untere, weil das wächst eh wieder schön nach, aber ich möchte so kleine Büschel haben und die werde ich jetzt festkleben. Und zwar mit einem Sekundenkleber, in dem Fall den Microbelief Planescaper, das ist ein gelförmiger Kleber. Für Pflanzen festkleben nehmt auf keinen Fall den Hardscape-Kleber, den flüssigen, sondern immer einen gelförmigen. So, jetzt überlege ich mir, wo das hinkommt, also wo ich das hinklebe, dann kommt ein Tropfen Kleber drauf und dann klebe ich es fest. Und so was möchte ich hier auch so vor den Steinen haben. Und dann habe ich noch eine Pflanze, wo ich gespannt bin, ob sie was wird, und zwar Utricularia camitifolia. Ist ja eine fleischfressende Pflanze, so eine carnivore Pflanze. Schaut immer richtig nice aus, richtig schön, dünne, hellgrüne Büschel. Aber die ist sehr empfindlich, vor allem wenn man sie am Anfang einsetzt. Also die spüle ich auch durch. Und die macht sich im Soil nicht so gut, weil die braucht nicht so viel Nährstoffe. Stecke ich sie jetzt einfach nur so zwischen die Steine hier. Aber ich gehe damit nicht zu weit nach vorne, also hier ist so die Grenze. Weil wenn sich das zu sehr vermischt, also wenn man jetzt alle Pflanzen weiter vorne und weiter hinten ansetzt, dann kriegt man nicht so viel Tiefe. Deshalb versuche ich schon immer die bisschen feineren Pflanzen weiter hinten und die gröberen weiter vorne und nicht halt eine Pflanze überall verteilt, weil das schaut dann immer nicht so gut aus. Ja, aber trotzdem nicht alles, ich lasse ein bisschen was übrig, weil besser man hat was übrig, als wenn man zu viel reinsetzt, also das ist dann auch nicht gut. Die werde ich einfach irgendwo anders benutzen, in ein Terrarium reingeben. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu übertreiben, weil die Steine sollte man ja auch noch sehen. Und jetzt habe ich noch ein paar Pflanzen hier drinnen. Und zwar einmal Anubias Mini-Coin. Die habe ich von dem großen Aquarium, also vom 120p. Und kann ich jetzt hier einfach wiederverwenden. Und die kommt bei mir in den Vordergrund.
weil die hat ja auch größere Blätter, sind zwar trotzdem noch ziemlich klein, aber das Aquarium ist ja ziemlich klein. Da benutze ich auch wieder einfach Kleber auf die Wurzeln und stecke sie da fest. Und damit kann man auch richtig schöne Details machen. Ich glaube, ein paar davon sind auch Anubias Pangolino. Also ich glaube, diese hier, die ist nämlich nicht so rund, sondern mehr so spitzer. Hier ist auch ein bisschen Fizzy Dance Vietnam drauf. Das habe ich hier auch überlegt, ob ich das hier einsetze. Habe ich auch hier eine Box, aber ich werde es wahrscheinlich nicht extra einsetzen. Aber hier ist was drauf. Das wird sich dann auch so ein bisschen im Aquarium verteilen und wird halt so nach und nach auf ein paar Stellen wahrscheinlich kommen. Ist aber nicht so schlimm. So, dann schauen. Ich habe hier auch noch ein bisschen Kryptokrine Pava. Und zwar hier in die Ecke. Ich werde das erstmal so lassen. Also, man könnte jetzt noch ein paar mehr Details machen. Aber ich glaube, fürs Erste ist es schon mal sehr nice. Also ich glaube, das passt mir sehr gut. Vielleicht im Vordergrund, vielleicht noch ein paar kleine Pflanzen, was aber ein bisschen größere Blätter haben. Vielleicht Marcellaria crinata wäre eine Option oder Minuta. Habe ich jetzt gerade nicht da, aber vielleicht setze ich die noch nach. Aber fürs Erste ist es ganz gut. Immer wieder besprühen zwischendurch, bis man es voll füllt. Jetzt kommen wir zur Filterung, und da hatte ich ja zuvor den Dennerle Eckfilter in dem Aquarium und da geht sich jetzt einfach nicht aus. Ich muss sagen, der hat eigentlich ganz gut funktioniert, also vor allem in Kombination mit einem Skimmer war die Strömung auch ganz gut, aber jetzt habe ich hier den Dennerle Escapers Flow, noch die alte Variante in Weiß. Die schwarze wäre natürlich um einiges schöner, aber ich habe den halt jetzt auch hier, deshalb benutze ich den. Aber um das Ganze ein bisschen zu pimpen, kommen noch Bakterien rein, und zwar einmal der Gelfilter von Microblift. Der sorgt einfach dafür, dass sich die Bakterien in den Filtermedien besser und schneller ansiedeln können. Machen wir einfach ein paar Löcher rein. Dann machen wir uns hier die Kammern auf. Hier haben wir einmal einen Schwamm. Da können wir den ganz gut drüber schütten. Ich glaube, er ist mittlerweile ein bisschen flüssiger geworden. Der war früher gelförmiger, jetzt ist er ein bisschen anders, aber funktioniert immer noch genauso gut. Ist aber jetzt flüssiger. Das ist nicht schlimm. Auch einfach über die Matten drauf. Dann kann sich das sogar noch besser ansiedeln, also noch besser verbinden. Dann hier ist nochmal ein anderes Biomedium drinnen. Das habe ich ausgetauscht gegen Sicke Matrix, das ich in all meinen Aquarien verwende und in all meinen Aquarien gut funktioniert. Da kommt das natürlich auch drüber. Dann so 15 bis 30 Minuten einwirken lassen, damit das gut in das Filtermedium einziehen kann und nicht gleich weggespült wird, wenn man es gleich befüllt. Dann muss man hier noch schauen. Den Korb kann man in beiden Richtungen reingeben. Und hier ist ein Loch und das muss auf der richtigen Seite sein. Weil hier sind ja da die Klammern und das gehört dann so drauf. Und dann muss das Loch mit den Ansaugdingen übereinstimmen. Hatte ich auch schon mal, man kann das sogar komplett zusammenbauen. Nur es saugt dann kein Wasser an. Und das ist natürlich schlecht, wenn der Filter nicht funktioniert dann. So, dann setzen wir zusammen. Hier haben wir auch Ein- und Auslass. Den müssen wir hier, glaube ich, sogar ein bisschen kürzen. Können wir einfach da das Rohr runternehmen, die Verlängerung abnehmen. Dann können wir den hier hinten draufhängen. Hält sich genau aus. Also viel höher hätte ich nicht aufschütten dürfen. Muss ich mal schauen, wie ich den dann platziere, wie es dann besser aussieht. Und um den zu starten, füllt man hier den Filter voll mit Wasser. Hier füllt man Wasser ein, bis er voll ist. Macht den Deckel drauf und steckt den an, wenn das Aquarium auch voller Wasser ist. Ist ein bisschen komplizierter als bei anderen Außenfiltern, die unter dem Aquarium stehen. Aber es geht. Also ist echt ein cooler Filter und vor allem ist, was Ein- und Auslässe angeht, schon was Schönes dabei. Also die sind hier aus Acryl und schauen halt viel schöner aus, als wenn das jetzt irgendwie in Plastik wäre. Ich glaube, bei der schwarzen Variante ist es einmal in Schwarz und einmal in Acryl dabei. Also auch richtig schlau gelöst, dass man eigentlich wieder den schwarzen Filter komplett schwarz verwenden kann, wenn man zum Beispiel eine schwarze Rückwandfolie hat, und einmal auch mit Acryl Ein- und Auslass, wenn man eine weiße Rückwand hat
und das vielleicht eher sehen würde. Also echt sehr nice. Danach, also jetzt werde ich das ganze Aquarium noch mit Wasser füllen und werde mir noch irgendeinen Platz suchen, wo ich es hinstelle. Das ist noch eher das größere Problem. Und danach werde ich noch am Anfang jetzt jeden Tag Nitro 2 dosieren. Das sind auch Starterbakterien, die einfach dafür sorgen, dass das ganze Aquarium schneller stabil läuft. Das habe ich auch schon richtig gute Erfahrung gemacht, dass ich dann so gut wie keine Algenphasen und so hatte. Und dann wöchentlich zu den Wasserwechseln kommt Special Blend. Da steht ja auch drauf, wie es dosiert gehört. Am ersten Tag 25 Milliliter auf 100 Liter. Also hier durch 3, ich weiß nicht, einfach so 7 bis 10 Milliliter und danach 15 Milliliter pro 100 Liter jede Woche für die ersten 4 Wochen und danach 7 Milliliter auf 100 Liter für die wöchentliche Pflege. Also kann man sich runterrechnen, ich mache das dann so circa so ein paar Milliliter pro Woche beim Wasserwechsel von Special Blend. Und dann Nitroout mache ich so die ersten 3-4 Wochen. Und Nitro 2 soll man auch zwischen 4 und 7 Grad lagern, wenn man es geöffnet hat. Muss ich sagen, habe ich eigentlich fast nie gemacht. Werde ich wahrscheinlich jetzt mal anfangen. Vielleicht ist es dann noch ein bisschen besser. Aber ja, damit das dann auch nicht ewig offen steht, dass man jetzt nicht so eine große Flasche für so ein kleines Aquarium kauft. Ich habe mehrere Aquarien und demnächst starten noch mehr. Also ich habe einiges geplant. Also nicht nur das große Aquarium, was ich euch schon gezeigt habe mit der Hyperspot, sondern auch noch ein anderes, wo ihr noch gar nichts gesehen habt. Also seid gespannt und lasst auf jeden Fall ein Abo da. Das Ganze werde ich jetzt befüllen und einen Platz suchen, wie gesagt. Und hier kommt jetzt ein Video, wo ich das gleiche Aquarium anders eingerichtet habe. Ein bisschen anfängerfreundlicher, das kann man natürlich auch als Anfänger machen. Ist nur ein bisschen komplizierter. Also wenn ihr wirklich was Einfaches haben wollt, dann klickt in das Video rein.